Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen. Wir wollen euch helfen, euch in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren. Dazu produzieren wir diese neue Videoreihe Bürgerbeteiligung NRW, in der wir euch die wichtigsten Werkzeuge vorstellen, die wir alle in öffentlichen Angelegenheiten benutzen können. Heute soll es darum gehen, wie man sich gegen Behördenentscheidungen wehren kann. Im sogenannten Widerspruch. Abonniert die STAKO bei YouTube, wenn euch Bürgerbeteiligung interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Und wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links gibt's wie immer in der Videobeschreibung. Und dazu brauchen wir unseren Willi. Hi Willi! Willi wohnt in einer ländlichen Gemeinde in NRW. Willi hatte sich mit einer IFG-Anfrage, schaut euch gerne dazu auch unser Video an, an seine Gemeindeverwaltung gewendet. Denn in seiner Nähe soll ein Chemieunternehmen eröffnen und er wollte wissen, ob die Freiwillige Feuerwehr und die Kanalisation auf dieses neue Risiko vorbereitet sind. Auf seine schriftliche Anfrage hatte er zuerst gar keine Antwort bekommen. Willi hatte dann nochmal an seine Frage erinnert und von der Gemeindeverwaltung die Antwort bekommen, dass dazu gar keine Informationen an die Öffentlichkeit herausgegeben werden. Willi ist schockiert. Wie kann man ihm so eine einfache Auskunft verweigern? Er kann jetzt Beschwerde einlegen bei der Kommunalaufsicht oder bei der Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit. Das ist zwar gut zum Dampf ablassen, aber rechtlich verändert das am Ergebnis erstmal nichts. Gegen sogenannte Verwaltungsakte kann man Widerspruch einlegen. Bei Abgaben sagt man auch Einspruch dazu. Und, Willi, weißt du, was ein Verwaltungsakt ist? Das sind Maßnahmen einer Behörde auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zur Regelung eines Einzelfalls mit unmittelbarer Außenwirkung. So ist die gesetzliche Definition. Anders gesagt, wenn eine Behörde euch hoheitlich gegenübertritt, also nicht nur als gleichrangiger Vertragspartner oder so, und zu einer eurer individuellen Angelegenheiten eine konkrete Regelung trifft. Und ist die Ablehnung von Willis IFG-Anfrage so ein Verwaltungsakt? Schauen wir doch mal. Ist die Gemeindeverwaltung eine Behörde? Kein Zweifel, klar. Geht es um öffentliches Recht? Öffentliches Recht, das sind die Gesetze, die den Staat zu einem bestimmten Verhalten berechtigen oder verpflichten. Das Informationsfreiheitsgesetz verpflichtet staatliche Einrichtungen zu einem bestimmten Verhalten, nämlich zum Herausgeben von Informationen an die Bevölkerung. Also klar, öffentliches Recht. Geht es um die Regelung eines individuellen Einzelfalls? Klar, denn Willi hat zu einem konkreten Sachverhalt gefragt, und die Gemeinde hat das abgelehnt, also diesen Einzelfall negativ geregelt. Und hat die Sache auch unmittelbare Außenwirkung? Klar, denn Willi ist als Bürger betroffen. Es geht nicht um eine verwaltungsinterne Angelegenheit. Und weil die Ablehnung von Willis Frage so ein Verwaltungsakt ist, kann er Widerspruch einlegen. Egal, ob er diese Ablehnung mündlich, schriftlich oder elektronisch erhalten hat. Aber wie legt man eigentlich Widerspruch ein? Willi kann sich dazu nicht ewig Zeit lassen. In der Regel beträgt die Frist einen Monat ab Bekanntgabe des Verwaltungsaktes. Den Widerspruch reicht man schriftlich bei der Behörde ein, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Und den Widerspruch muss man dann begründen. Dazu gibt es aber keine konkreten Vorgaben. Der Anspruch auf Rechtsschutz gegenüber dem Staat ist bekanntlich ein hohes Grundrecht. Und es ist die Pflicht der Behörden, einen Widerspruch richtig zu deuten. Willi kann sich also durchaus kurz fassen. Hiermit lege ich Widerspruch gegen die Entscheidung ein, eine Antwort auf meine Frage zu Feuerwehr und Kanalisation im Zusammenhang mit dem neuen Chemieunternehmen abzulehnen. Ich habe einen Anspruch auf diese Informationen. Sie haben kein Recht, die Auskunft zu verweigern. Das wäre ein einfaches Beispiel für einen Widerspruch. Bei Bußgeldbescheiden, Bauanträgen, Förderanträgen und so weiter können die Sachverhalte viel komplexer oder die Fehlerquellen können andere sein. Aber gegen fehlerhafte hoheitliche Maßnahmen
können wir uns per Widerspruch wehren, Willi. Und dann muss die Behörde ihre Entscheidung ändern? Nee, die Behörde ist jetzt zur Überprüfung ihrer Entscheidung verpflichtet. Bei manchen Verwaltungsakten trifft die Entscheidung über den Widerspruch sogar eine vorgesetzte Behörde. Willis Widerspruch war in unserem Fall aber erfolgreich. Nach einer erneuten Prüfung hat die Gemeindeverwaltung ihm eine Antwort in kurzer Zeit zugesagt. Aber was, wenn der Widerspruch erfolglos gewesen wäre? Wenn auch die Entscheidung zum Widerspruch negativ ausfällt, dann bleibt nur noch der Klageweg. In Willis Fall führt der zum örtlich zuständigen Verwaltungsgericht. Aber dafür, lieber Willi, brauchst du rechtlichen Beistand. Wir freuen uns natürlich, dass es für Willi gar nicht so weit gekommen ist. Benutzt diese Anleitung gerne für eure eigenen Anliegen. Denn was Willi kann, könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In den nächsten Videos stellen wir euch weitere Werkzeuge vor, mit denen ihr auf Politik und Verwaltung Einfluss nehmen könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran.